Was glaubst du, wenn es so eine kleine Pille geben würde, oder du würdest so eine kleine Pille erfinden, oder so eine kleine Tablette oder ein paar Tropfen, die nimmt man jeden Tag ein, und wenn man die einnimmt, nachher ist man entspannt, locker, hat eine Gaudi, hat eine Freude, ist dynamisch unterwegs, man steigert sich nirgends mehr rein, man ist einfach gechillt und locker und weiß immer genau, was zu tun ist, und man lebt recht entspannt, gleichzeitig erfolgreich. Wenn du so eine Pille oder solche Tropfen erfinden würdest, wie vielfacher Millionär oder Milliardär oder vielleicht Billionär wärst du nachher, wenn das wirklich funktionieren würde bei den Menschen? Das würde ja jeder abkaufen, oder? Ja, garantiert. Ich nicht, weil ich weiß, wie es anders geht, ohne Tropfen, ohne Pille. Das hat einer vor 2000 Jahren wunderschön erklärt. Werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Und darum möchte ich dir jetzt gleich ganz etwas Direktes fragen. Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, wo du noch nie gemacht hast? Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal wieder gemacht? Wann hast du etwas gemacht, wo du nie gedacht hättest, dass du das einmal machst? Wann warst du so komplett am Anfang, am Start bei etwas, wo du gesagt hast, hoffentlich geht das gut. Du hast es aber doch probiert. Du hast dich getraut und es war schön. Es war eine Gaudi und es war ein Spaß, weil wir leben mittlerweile in einer Welt, in einer Gesellschaft voller alten Menschen. Aber nicht von den Jahren alt, 50, 60, 70 oder 80, sondern wir leben in einem enorm alten Denken, in einem enorm alten Konstrukt, in einem harten, groben, sehr alten, festhaltenden Konstrukt. Und wenn du jetzt durch die Straßen und in die Büros oder wo du auch immer unterwegs bist, wenn du da reingehst und ein Lächeln hast, ein Gaudi hast, locker hast, eine Freude hast, nachher wirst du merken, die Leute haben eine Freude, wenn du kommst, weil du steckst sie unmittelbar an. Und nachher gibt es Menschen, die finden das nicht so toll. Die denken sich, bist ein Trottel. Aber genau die brauchen es. Genau die haben es notwendig, dass man ihnen lächelnd, locker, freudig gegenübertritt. Und die Menschen, irgendwann einmal denken sie sich, ja, ist eigentlich wahr. Jetzt probiere ich es selber auch einmal. Also werdet wie die Kinder. Sei wie ein Kind. Mach öfter einmal etwas, das, was du noch nie gemacht hast. Geh raus aus der Komfortzone. Mach neue Dinge, mach andere Dinge. Nimm die Dinge nicht so ernst, geh nicht so auf Befindlichkeiten ein, was wer gesagt hat oder was er wie wohl gemeint hat. Und das ist ja komplett wurscht, das ist voll Scheiß. Nehmen wir die Worte nicht so ernst und ich beobachte Menschen, die was das tun. Die nehmen die Dinge nicht so ernst, die lassen sie einfach laufen, die steigen nicht auf jede Befindlichkeit ein. Die leben so entspannt und so locker und so auch freudig, von der inneren Freude heraus. Aber das kann man lernen, das kann man wirklich hier und heute lernen. Man muss sich einfach nur entscheiden, Kind zu sein. Werdet wie die Kinder, sei wie ein Kind, sei neugierig. Ein Kind steigt auch nicht auf Befindlichkeiten ein. Ein Kind nimmt die Dinge auch nicht allzu ernst. Und ich sage immer gerne, Unternehmen oder egal welche Arbeit das wir machen, ist ein Spiel. Und wenn wir kindlich an die Dinge herangehen, unbefangen, locker, leicht und die Dinge nicht so ernst nehmen, schau die Menschen einmal zu, wie sie unterwegs sind, so ernst und so innerlich frustriert und es ist alles so wichtig und so stressig. Ja, aber das ist doch keine Lebensqualität. Da wird man wahnsinnig schnell alt. Und nicht nur das Denken wird alt, sondern alle Zellen im Körper altern viel, viel schneller, weil man die ganze Zeit in einem Zeitsystem drinnen ist. Man ist immer zu spät oder man läuft immer irgendwelchen Zeiten oder Dingen oder Themen hinten nach. Aber Kinder machen das nicht. Kinder sind hier und heute und jetzt da. Und darum haben sie so eine tolle Ausstrahlung, weil sie einfach hier und heute da sind. Probier das einmal. Und es gibt Menschen, die seien eher Kopfmenschen. Stimmt. Geht das bei denen nicht? Geht auch. Die müssen es halt ein bisschen intensiver lernen. Aber auch bei denen geht's. Weil Kopfmenschen sind eher strukturierte Menschen. Die haben einen genauen Plan. Das ist gut. Aber wenn solche Menschen das Kindliche dazu nehmen, zulassen, die Dinge nicht so ernst nehmen, einfach ein bisschen laufen lassen und nicht so wichtig nehmen das alles, denn es ist alles nicht so wichtig. Du, in 40, 50 Jahren bin ich schon Geschichte und du vielleicht auch.
Wir wissen es ja nicht, aber warum nehmen wir nachher das alles so ernst? Spielen wir doch einfach. Und Angst, vor was soll man Angst haben? Wir sind alle, du und ich und wir alle, sind angstfrei geboren worden. Also warum soll man jetzt Angst haben? Das heißt, angstfrei ist natürlich. Warum soll ich jetzt Angst haben? Warum soll ich mir von irgendjemandem Angst machen lassen? Von niemandem. Es gibt keinen einzigen Grund. Also, lass uns leben. Lass uns Kind sein. Lass uns Dinge tun, die wir noch nie gemacht haben. Lass uns rausgehen aus alten Komfortzonen. Und wenn du Menschen begegnest, die was dir auf eine Idee, die was du hast, oder auf Kleinigkeiten, immer mit Na, mit Nein antworten, dann weißt du einfach, sie beschränken sich komplett selber. Weil das Wort Nein blockiert unser gesamtes System. Das innere Nein. Und wenn wir das natürlich auch nachher noch transportieren in Worte, nein, mache ich nicht, nein, geht nicht, nein, ist nicht so einfach, nein, ist doch schwierig, nein, nein, da kann man ein Lied draus machen, nein, 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 nein. Sag ja zum Leben, sag ja zu dem, was jetzt da ist, sag ja zu dir, sag ja zu dem Umfeld da, wo du jetzt bist, sag ja zu deinem Leben. Übrigens, es ist das Beste, was wir je gehabt haben. Also, lass uns leben, lass uns das Leben voll ausschöpfen. Mach Dinge, die dir gut tun. Und lass Dinge weg, die dir nicht gut tun. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Die dich fordern, die dich fördern, die dich stärken, die dich weiterbringen. Und trenn dich von Menschen, die dir die ganze Zeit Energie absaugen. Aber prüfe genau, ob du nicht selber der bist, der dir selber die Energie abzieht. Passt gut auf dich auf. Schön, dass du da dabei warst. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und über jeden und jede, die uns den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vierte Servus, mach's gut.